Unser Goblin hat hier jetzt sich ein Bettchen gemacht. Also sieht man schon, jede Kreatur verbraucht ein Feld. Your goblin's arrested, but hungry. Dig out the flashing area and build a hatchery for food. Ja, mache ich gleich. Hat sich jetzt hier ein Bett gemacht, also jede Kreatur verbraucht genau einen Platz hier in meiner Schlafkammer, also sollte ich die schon groß genug bauen. Hier steht oben drüber, dass das Portal hier maximal 15 Kreaturen unterstützt, also reichen 5x3 aus. Am Anfang in dieser Mission kriege ich eh nur Goblins. Jetzt muss ich diese Goblins aber auch füttern, also grabe ich hier mal einen Platz für eine Hühnerfarm aus. Wie man sieht, ich habe schon 3 Goblins, ich kann mir sogar, oh, sogar 4 schon. Ich kann mir nämlich hier über den Kreaturen-Tab genau anzeigen lassen. Erst einmal meine Ems, wie viele ich habe, wie viele gerade arbeiten und wie viele im Kampf verwickelt sind. Und auch meine Kreaturen, in dem Fall habe ich 4 Goblins. You must build a hatchery. Click here. Select the symbol of the chick. Then click over empty tiles of land you've claimed to build the hatchery. Jupp. Also jetzt soll ich hier eine Hühnerfarm bauen. Wie man auch immer schön sieht, die befestigten Wände verändern sich dann auch dem Raum entsprechend. Und zwar, diese Wände hier sind schon befestigt. Das heißt, wenn gegnerische Grabeinheiten kommen, dann brauchen sie länger, um durch solche Wände durchzugraben. Unsere eigenen leider auch. Also sollte man sich bei Grabarbeiten schnell überlegen, was man braucht, sonst verzögert sich alles ein bisschen. Good progress, Keeper. See? Your goblins are well rested in their lair and their bellies full with juicy chicken flesh. Now keep watch, for very soon more goblins will arrive. And then your numbers will be strong enough to challenge Lord Antonius. Ja, wir werden bald noch mehr Goblins kriegen. Und gleich müsste man auch hören können, dass sich hier... Ja, genau. Hier fängt irgendeiner an, sich durchzugraben zu uns an dieser Stelle. Hier war bis jetzt gerade eben noch so stabiler Felsen, der jetzt verschwunden ist, sozusagen, um uns das Tutorial nicht zu schwierig zu machen. Gibt sich jetzt jemand hier zu uns durch. The servants of Antonius have broken through your walls, and you can move your gaze to see them now by right-clicking on the flashing blade. But worry not this time, for it is only dwarves, who feeble as they are, pose little threat against your goblins. Ja, 2 Zwerge haben sich zu uns durchgebuddelt. The hapless enemy dwarfs are being crushed. Observe the white health flowers which appear above them. When they're near to death, you'll see that only one last petal shows. Ja, genau, hier holt unser Imp jetzt den verletzten Goblin und bringt ihn zu seinem Schlaflager, dass er sich wieder regenerieren kann. So können wir unsere Kreaturen nämlich noch gerade retten, wenn's gut läuft. Die Zwerge hier liegen im Sterben, irgendwann werden sie verschwinden. So. Die Zwerge waren jetzt eigentlich keine ernstzunehmenden Gegner, die haben nur meinen ersten Goblin platt gemacht, weil er halt gegen sie alleine gekämpft hat. Your goblin force is large enough to challenge Lord Antonius for his portal gem. Tunnel north and you will find your smug opponent skulking in his keep. Ja, genau. Jetzt sollen wir uns hier durchgraben, um diesen Lord Antonius zu finden und ihn dann mit unserer Goblin-Armee vernichten. Dazu kann ich schon mal ein paar Goblins hier einsacken. Sobald sich... Away, Keeper! You shall not taint Smilesville with your evil ways! He speaks. The feeble Lord Antonius.
See how the petals of his white health flower are of a special shape. This marks him down as your prime target. Take him out. So, jetzt machen sie ihn fertig und dann kommt Horn hier und holt sich den Portalstein. Bravo, Keeper. Lord Antonius is fallen. The portal gem lies aside his helpless form. In wait for Horny to collect it, so it's yours. And come here. So, jetzt kommt Horny und holt sich den Portalstein. Und dann haben wir die erste Mission des Tutorials gewonnen. Und kriegen gleich unsere ersten neuen Räume. Devise new spells in the library. The training room lets creatures improve their combat skills. So, jetzt drücken wir's. Ja, nach jeder Mission kriegen wir so ein kleines. Keeper. You have successfully ended the life of Lord Antonius and you have claimed your first portal gem as well. This is a most promising start. Okay, ich sehe gerade, wir haben ein Geheimnis verpasst, aber egal, ich will in diesem Let's Play jetzt nicht auf Geheimnisjagd gehen, sondern einfach die Mission durchspielen. Deswegen ist es auch egal, wie unser Rating und so weiter ist. Aber diese kleinen Zwischenvideos, die am Ende jeder Mission kommen, die werde ich auf jeden Fall auch noch zeigen. Weil da sind auch ein paar lustige noch dann dabei. Also nicht nur die verrückten eisernen Jungfern, die man gerade gesehen hat. Ah, weiter. Punktevergabe lassen wir gut sein. Da trage ich jetzt keinen Namen ein. Und wieder zur Kampagnenauswahl. Zur Mission 2. Sing song. A joyous land filled with light and music. Let us silence their wailing voices once and for all. This land is defended by Lord Darius, a far tougher opponent than Lord Antonius. Only by harnessing the forces of dark magic will you defeat him. Build a library to attract warlocks to your cause, and they will reveal to you the secrets of the arcane. Ja, also kurz zusammengefasst, dieses Mal sollen wir Lord Darius töten und ihm seinen Portalstein abnehmen. Dazu stehen uns ab jetzt Magier zur Verfügung, weil wir jetzt eine Bücherei bauen können. Also verschiedene Räume ziehen verschiedene Kreaturen an, also Goblins kommen einfach standardmäßig als Kanonenfutter gleich von Anfang an. Aber jetzt, sobald wir eine Bücherei bauen, kommen auch Warlocks, also Hexenmeister zu uns in den Dungeon. Außerdem können wir jetzt unsere Kreaturen in einem Trainingsraum bis Level 3 hoch trainieren, dass sie stärker sind. Jo, legen wir mal los. The good Lord Darius presents himself against you now. He's more worthy as a foe. But use the rooms you won from Smilesville to good employ, and you'll slay him dead just like Antonius. Ja, hier sieht man Library. Training Room. Ja, hat man First, build a lair, and then a hatchery, then claim the portal near your dungeon heart. Ja, ja. Also bauen wir erst einmal die besagten Räume. Damit fängt eigentlich immer das Spiel so an, dass wir erst einmal ein
unsere Räume hier bauen. Ich grab mal hier rein und baue hier so hier die Hühnerfarm dann hin. Hier baue ich den das Schlafzimmer hin, also den Schlafsaal. Ich sag schon Schlafzimmer, ja. Und hier, wie man sehen kann, habe ich schon den Zaubertab hinzugekriegt, aber noch zwei unbekannte Sprüche. Also die muss ich erst von meinen Hexenmeistern studieren lassen. The Library, where warlocks wise can hone their evil craft, perfecting spells for you to cast at goodly foes. Ja, also hier. The training room is a place where fighting creatures hone their skills. Ja, hat jetzt gerade Erklärung für meine beiden neuen Räume gebracht. Einmal die Bücherei und den Trainingsraum. Also die Bücherei, wie schon gesagt, die bringt mir Hexenmeister und die Zaubersprüche, die ich brauche. Der Trainingsraum, mit ihm kann ich meine Kreaturen trainieren, abgesehen von Imps, die trainieren halt nur, wenn sie buddeln. So, jetzt kann ich hier mal schon mal meinen Schlafsaal bauen. Dann sollte ich auch gleich mal hier Gold freigraben. Denn allein schon die beiden Gebäude kosten mich einiges an Gold. Ein bisschen Gold mehr kann nicht schaden. So, und als letztes graben wir dann noch das Portal frei. Dann kriegen wir schon mal unsere Goblins. Ja, was ich vorhin schon in der letzten Mission sagen wollte, man sieht auch immer schön, wie sich die Dungeon-Wände dann halt dem Raum anpassen. Hier zum Beispiel im Schlafsaal die Fackeln. Naja, hier sieht man es fast noch nicht, weil die Wände noch nicht verstärkt wurden. Aber auch in der Bücherei entstehen dann so, wie sagt man, ja, Bücherregale in den Wänden, die dann aber auch einen Nutzen haben. Also je größer die Bücherei, desto besser. So, das Portal now, so fighting creatures will be drawn forth into your domain. Ja, ich habe the portal. Jetzt habe ich das Portal. Jetzt müsste dann nur bei der erste Koppel. The basics of your dungeon are in place, but now expand it with a library. Design it square to maximize the space for scrolls and let your imps make stronger walls to hold more shelves. A new species of creature has entered your dungeon. Ja, jetzt habe ich meinen ersten Goblin gekriegt. Und jetzt hat auch gerade gesagt, ich soll eine Bücherei bauen und ich soll darauf achten, dass meine Goblins die Wände verstärken, damit die Bücherei auch die Bücherregale hält. Also das Wände verstärken. Hähnchen hauen. Nicht ablenken lassen. Das Wände verstärken hat also auch so seinen Zweck. Ja, ich brauche einen Trainingsraum, um meine Kreaturen zu trainieren. Da war auch was. So, jetzt kann ich hier meine Bücherei reinbauen. Und jetzt müsste gleich der erste Magier kommen. Der erste Hexenmeister. Hark now. A warlock has arrived to study spells within your library. His research will serve your magic well. Restrict him not though to his books, for when in battle he may prove formidable with fireballs. Ja, wie der